Für alle, die es dieses Jahr nicht auf die ASI nach Barcelona geschafft haben, eine kurze Zusammenfassung von Virtual Production am Sony-Stand. Das Highlight war dieses Mal die Sony Crystal LED Verona. Die ist relativ neu, es ist die LED-Wand für Virtual Production. Und dass sie so gut dafür geeignet ist, das liegt daran, dass sie eine zum einen sehr matte Beschichtung hat. Das heißt, weder das Set noch irgendwelche Studiobeleuchtung spiegeln sich in der LED-Wand. Sie hat super gute Schwarzwerte, also Schwarz wird wirklich als Schwarz dargestellt. Und zusammen mit der Venice 2 funktioniert nicht nur der Sync zwischen Wand und Kamera super gut, sondern man hat auch ein konstantes Color-Management. Das heißt, die Farben, die die Wand wiedergibt, werden genauso von der Venice aufgenommen. Und um das zu zeigen, haben wir extra speziellen Content erstellt. Als Optik hatten wir eine 8K-Optik von Fujinon aus der Primista-Serie, 28 bis 100 mm. Das Tracking-System war von Zeiss, früher Encam, jetzt heißt es Szenario. Und Unreal ist gelaufen auf den Server von Disguise. Zur Beleuchtung haben wir unter anderem die Mimic von Kinoflow benutzt. Für die Driving Plates war es besonders gut, weil da bewegt sich das Licht ständig und statisches Licht würde wirklich komisch aussehen. Deswegen waren die Mimics hier sehr praktisch. Mehr über Virtual Production auf all unseren Social Media Kanälen und auf YouTube.